Grüß euch, ich bin die Resi-Oma und ich möchte heute in Christian Wuchteln zeigen, weil ich weiß, dass ihm die recht schmecken. So, dann können wir gleich losgehen. Wir nehmen heute die Maschine und zwar gibt man mal zuerst das Mehl rein. Tut man sieben. Wegen was tut man das sieben? Naja, das ist durch den Transport, wird das so zusammengedruckt. Mhm. Und da ist die ganze Luft heraus. Und wenn man siebt, kommt wieder Sauerstoff rein, dann wird es viel flammiger. Ach so, wird fluffiger. Und ja, das dann viel nicht, aber ich tue das eigentlich, das ist so ein alter Brauch. Aber ich mache es immer so. Schau mal her, so macht man das. Das steht auf Zeiten gleich, oder? Das ist einmal das Erste. Dann gibt man die trockenen Zutaten dazu. Der Zucker. Mhm. So, jetzt nehmen wir das da. Das darfst jetzt du machen. 5 mal 3. Das habe ich aber nicht mit. Ich will 3, 4. 4. Nein. Ich glaube, dass das der 6. war. Nein. Aber also gut. So genau geht es nicht, oder? Und wir nehmen auch heute einen Trockenkern. Mhm. Da kann man auch, wenn man will, ein wenig Milch reingeben. So. Und ein bisschen auflösen. Das dann die Bäcker. Dann mal umrühren, oder? Genau, du tust jetzt da ein bisschen umrühren. Gut. Aber für was nehmen wir einen Trockenkern, wenn wir dann nicht wieder nass machen? Dann löst es sich ein bisschen auf. So. Also ein Trockenkern, das ist eigentlich sehr praktisch, weil der wird nicht schlecht. Wenn du jetzt einen Hefebackerl hast, die werden mit der Zeit schlecht. Du musst es weg haben. Außer du verbrauchst das. Aber ein Trockenkern könnte man also so auflösen, muss man aber auch nicht. Muss man nicht unbedingt machen. So, also wenn ich jetzt sage, ich vergiss das und tue das Pulver rein, passiert auch nichts. Genau. Gut, so, du darfst schon einer geben, genau. Und den Vanillezucker darfst du einer geben. Das Ganze? Nein, da brauchen wir Zucker was, oder? Nein, das ist der Vanillepudding. Ah ja, das ist der Zucker. Das ist der Pudding. Ah, das ist der. Du verwirrst mich. Ja. Nein, das ist der Vanillezucker. Das ist eine Vanille, nicht ein Vanillin. Vanillin ist eine Chemie dabei. So, und in Butter, den sollte man noch ein bisschen zerlassen. Da schalzt jetzt ein bisschen ein. Warte mal, da ja, genau. Ja, das nehmen wir. Das genau, das passt. So, so. Da Pfandl, dann schalte ich rein. Wie viel Butter braucht man da jetzt? 5 Decker, so circa. Gell? Circa. Magst du das? Das ist circa so viel. So ja? Viel. So, das darf, ich glaube, das sind ein wenig. Das darf nur ein bisschen zu lassen sein. Ja, nicht zu heiß. So, also das schalte ich jetzt wieder aus. Genau. Aber da geht es nur darum, dass das zu lassen nur, wird. Dass er weich ist. Mhm. Ja, das geht schon. Geht das schon? Genau. So. Das schaut man da rein. So, und ich wische das da rein. Das taugt dir gern auch, wenn das ein wenig warm ist, oder? Ja, freilich. Aber zu warm darf es ja nicht sein. Mhm. Weil das mag er wieder gar nicht. Da kann er gleich keine Wirkung auch nicht mehr haben. So, dann kommen die Eier rein. Die 2 Totter. Dann ist schon getrennt. Hast du das schon vorgetrennt für uns? Ja. Bist du fleißig? Haben wir schon fleißig gewesen. Und jetzt haben wir Eier, du hast da einer. Die ist der ganze mit. Ohne Schalen natürlich. Nein, aber mit Eiweiß jetzt. Mit Eiweiß, ja. Mhm. Jetzt haben wir schon gedacht, du willst jetzt schon. Nein, das weiß ich das. Mir hat verwundert, dass bei der ersten es kein Eiweiß dabei war und da vorne darf es dabei sein. Ja, das ist das Rezept so. So, da haben wir noch Milch, da warten wir, nehmen wir nicht die ganze. Weil, das müssen wir jetzt erst sehen. So, und jetzt schalten wir da ein. Geht's mal da hin? Ja, nein, das muss jetzt gehen. So, das ist leider auf der verkehrten Seite. Ja, das ist. Das geht aber voll dubbel los. Aha, da habe ich falsch eingeschaut. Weil es trüb ist. So, jetzt schauen wir da zu. Ich tue aber Hände waschen, weil ich habe Eier. Bitte. Mischen wir ein wenig ab. Ich glaube, die Masserei passt. So. Das schalten wir jetzt aus, weil der Tag ist schon schön. Schau mal. Schaut fest aus, ja. Und dann gehen wir da raus. Falsche Richtung wieder. Ja. Ist auf jeden Fall schneller gegangen, als letztes Mal, wenn ich kneten habe. Auf jeden Fall, da hast du so viel blagen müssen. So, und dann hast du das Schalt das auch da drüben und das gehen wir jetzt da auf. Ja? So. Muss man gleich mal, ob er gut ist. Fehlt was? Nein.
Nein, wir haben, es ist ja nichts überblieben. Mhm. Muss er, dann mal ein bisschen kosten. Eben, wenn du da über so schön riechst, kann man nicht vergessen, gell? Genau. So, du darfst doch jetzt ein Müll hergeben. So, so schön schaut er aus, der Tag. Geben wir jetzt aus. Der, magst gleich du das, weil du bist ja so geschickt. Ja, das muss, warte, ich halte das und du gibst aus. Ne? Mhm. Ja, das segiert dich aber fast. Ja, das ist. Aber jetzt schau, wollen wir schon schön ausputzen, weil wir verschwenden dann nichts. Alles schön aus, genau. Gut. So. Und jetzt darfst du ihn kneten. Einfach. Also, ja, du magst jetzt so schöne Kugeln und den lassen wir dann da liegen. Und dann ein Geschirrtel drüber und dann muss er rosten. Eine halbe Stunde. Du nicht. Du darfst nicht rosten, aber der darf rosten. Gell? Ja, dann hol ich mir ein Geschirrtüchel. Ja. Dann haben wir da hinten rein, gell? Und genau. Einfach da gleich direkt am Brödel zudecken. Zudecken. So gut schlaft. So. Und jetzt schauen wir auf die Uhr. Gut, in einer halben Stunde, dann mal weiter. So, der Tag hat jetzt gerast. Den tun wir jetzt ein bisschen. Wuchseln. Schau her, da machen wir so eine Rolle. Und dann schneiden wir so Schäm über. So kleine? Naja, ich glaube, das passt. Genau, darf nicht größer sein, weil das muss man so viel Tag essen. Drückt man so schön auseinander. Geil? Und dann müssen wir aber noch zuerst an Butter gehen lassen. Weil, zuerst an Butter. Mhm. Genau, weil. Wie viel nehmen wir da her? Ich muss mir ja, die Hälfte von da. Mhm. Der muss ja, ein bisschen mehr. Gramm, bisschen mehr. So. Da tun wir gar nicht mit Gramm. Das macht man nach Gefühl. Ja, aber weißt du, gibt es ja Leute, die haben nicht so viel Gefühl wie du, die müssen dann wissen, dass das ca. Also, 100 Gramm aber, sind. Ja, ja, das wird passen. So. Es könnte sein, dass wir ja nur einen brauchen. So, das geht eh schön. Da haben wir ein bisschen Marmelade, kann man aber andere Marmeladen auch nehmen. Ja, ich kenne Buchteln mit einem Rühmarmelade, nämlich Buchteln. Ja. Aber geschmackiger und sind einfach mit Riesel-Marmelade, weil das ist, hat halt einfach eine Würze. Ja. Schau her, das tut man so und dann nimmt man es einfach so zusammen und dazu zusammendrucken. Okay? So, dass nichts rauskommt. Das ist wichtig. So, schau mal her, das tut man dann da wurzeln. Und dann zuwischen. Mhm. So, mache ich da gleich eins. Ja, zeig mir noch eins. Ich zeig dir das nochmal her. So, drückt man so. Das ist ein schöner Tag, den haben wir genau richtig erwischt. Das ist nämlich auch verschieden. Die Möhl sind ja auch verschieden. Haben wir kurz Möhl gehabt. Genau, haben wir ganz kurz Möhl gehabt. So, da habe ich jetzt so hergeputzt. Jetzt darf man. Einfach so, das muss ich ein bisschen größer machen und so zusammenzwicken. Einfach zusammenzwicken. Okay? Mhm. Hast du das gesehen? Ja. So einfach ist das. Okay? Und das tut man dann oben hin. Nur mal, muss ich dir das nur mal zeigen? Ja. Mein Gott. So, und dann dazu verschieben. Und jetzt schaltet man ein auf 170. Mhm. Weil Germtag braucht nicht so viel Hitze. Und Ober-Unterhitze oder Umluft? Ober-Unterhitze? Ja. Wie schaut denn das aus? Kannst du das noch? Sicher kann ich das. Schau. Gut, 170. 170, perfekt. Passt. Okay. Ja. Das ist also eine halbe Stunde drinnen. Mhm. Und in der Zwischenzeit machen wir die Vanillesauce. Gell? Zur Vanillesauce, Milch, Vanillepudding. So. Wir haben zwei Packerl Vanillepudding und da braucht man dann einen Liter Milch. Okay, ja. Und da tun wir zuerst ein bisschen Milch raus und die restliche kommt da rein. So. Du spratest ein wenig auf mich. Genau, das spritzt. So, dann brauchen wir eine Schneeroten, kleine. Wenn eine, ja, das ist voll da, gut. Und das Vanille, Puddingpulver
Ah, das tun wir nicht gleich da oben groß nehmen. Nein, Mariana, da krieg ich jetzt Knobern. Mhm. Das muss schön abrühren. Und da tue ich jetzt mit dem Besen? Ja, ja. Mhm. Es ist nämlich so, die Milch stellt man ja eigentlich zuerst zu und tut es erwärmen. Und dann tue ich eigentlich da in meinen Vanillepudding da abrühren und dann, wenn die Milch kocht, gebe ich es erst rein. Okay, das heißt, eigentlich kann ich jetzt die Milch schon zustellen. Du kennst sie zustellen. Und dann lassen wir erst das rein. Ja. Da müssen wir auch noch 5 Decker Zucker dazu tun, oder vielleicht 10 Decker Zucker, weil der Vanillepudding geschmacken hat, er kann Zucker nicht. Also 5 Decker, das ist ein gehäufter Esslöffel. Schauen wir mal her. Das sind zwei, da braucht man nicht bewegen, weil das ist, siehst du, eins, das ist auch noch einer. Es ist aber irgendwas daneben. Das macht nichts. Aber das habe ich ja schon. Es muss gehäuft sein. Dann hast du 5 Decker. Ja, und du rührst jetzt um. Du hast ein wenig zu viel da, du bist über das Hirse. Okay, und das lassen wir jetzt kochen. Mhm. So, genau, das haben wir gleich. Genau, du tust jetzt den Kochlöffel raus, mhm, und tust das reinrennen lassen. Darfst du machen, weil das musst du daheim auch dann kennen, gell? Und du rührst schnell um, ja? So ein wenig schnell umrennen, ja. Weil das kann gleich stocken auch. Und jetzt musst du ganz schnell umrennen. Und wie lang? Bis das wieder kocht. Zwei Minuten soll es kochen. Passt. Und jetzt kann ich abdrehen? Jetzt kannst du abdrehen, ja. Und weg von der Platten, oder? Und weg von der Platten. Wir geben jetzt die Sauce schön da um. Und jetzt tun wir die Wuchteln raus. So, so schön schauen die aus, ja. So, eine da her. Und die Freile tun wir noch eine her. So. Und die da. Ja. Die tue ich wieder ein wenig dekorieren. Was können wir da drauf tun? Blumen nehmen wir ein paar, das schaut immer schön aus, gell? So, so. Ja, das schaut da wirklich schön aus. So, und jetzt lasst es euch schmecken. Und die Rezepte gibt's auf www.lustaufsland.at. Gell? Mhm, genau.